Herzlich willkommen zu einer einzigartigen Vorstellung. Wir wollen Sie heute entführen und ein außergewöhnliches Experiment wagen. Klassische Musik trifft auf Naturwissenschaften. Mit einem Beethoven-Konzert im größten Science Center Deutschlands, der Experimenta, hier in Heilbronn. Kommen wir zu unserem Versuchsaufbau. Wir haben zum einen das international renommierte Württembergische Kammerorchester Heilbronn, das dieses Jahr 60. Jubiläum feiert und bekannt dafür ist, innovative Konzertformate aufzuspüren. Und die 2019 neu eröffnete Experimenta mit ihrer einzigartigen Wissens- und Erlebniswelt. Ich werde Sie Stück für Stück durch unser Experiment führen und Ihnen dabei alle Elemente und Schlüsselakteure vorstellen, die für diese faszinierende Symbiose zuständig sind. Starten wir unsere Entdeckungstour und wagen wir das Wagnis. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Beethovens Streichquartett Opus 131. Thank you.
Wir haben soeben den ersten Satz aus Beethovens Streichquartett Opus 131 gehört, gespielt von dem Württembergischen Kammerorchester in der Experimenta. Beethoven und Wissenschaft. Zwei Welten, die auf den ersten Blick erstmal vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben. Oder vielleicht doch? Herr Dr. Hansch, was sagen Sie denn dazu? Ich glaube, Naturwissenschaften und Musik haben vieles gemeinsam. Wir sind hier ja in der Experimente einer Wissens- und Erlebniswelt und wir versuchen unseren Besuchern Naturwissenschaft und Technik nahezubringen, ihr Interesse zu wecken. Und das tun wir, indem die Besucher experimentieren können, indem sie selbst zum Entdecker, zum Forscher werden. Und das verbinden wir natürlich auch mit Spaß. Wenn wir uns Beethoven betrachten, dann können wir sagen, Beethoven war eigentlich auch ein Entdecker, ein Forscher im Reich der Töne. Wenn wir nach Beispielen suchen, können wir uns doch fragen, warum fühlen wir uns gut, wenn wir Musik hören, die uns gefällt? Was passiert da in unserem Gehirn? Was läuft in unserem Körper vielleicht ab? Oder denken Sie daran, wenn Musiker ihre Instrumente bedienen, dann erzeugen sie Töne. Und diese Töne werden übertragen durch Schallwellen in der Luft, erreichen unser Ohr und werden dort wieder in Töne übersetzt. Töne sind also ein physikalisches Phänomen. Und was wir alle sicherlich auch wissen, ist, dass es viele Naturwissenschaftler gab, die auch begnadete Musiker waren. Denken Sie an Albert Einstein, der konnte perfekt Geige spielen. Denken Sie an Werner Heisenberg, Nobelpreisträger, Physiker. Er war ein begnadeter Pianist. Oder Max Planck, der ebenfalls Orgel und Klavier spielen konnte. Also es gibt schon einen Zusammenhang zwischen musischer Begabung und naturwissenschaftlicher Begabung. Und es gibt viele Gemeinsamkeiten, wie ich Naturwissenschaft ausübe und Musik. Und da lag es einfach nahe, dass wir beide Welten zusammenbringen in einem Experiment. Das wollen wir heute ja auch näher ergründen. Herr Scaglione, Sie sind ja eigentlich zu Hause im Konzertsaal der Harmonie in Heilbronn. Wie fühlt es sich für Sie denn jetzt an, ein Konzert hier in der Experimenta zu machen? Also das Württembergische Kammerorchester ist ein Orchester, das sehr oft unterwegs ist. Das heißt, dass sie sind sehr, sehr flexibel. Wir spielen manchmal das gleiche Programm 4 oder 5 Mal in verschiedene Konzertsäle. Und also ich finde, was passiert gerade in Heilbronn, ganz toll mit Experimente. Und es ist für uns und für das ganze Orchester einfach eine Ehre, in dieser kulturellen Sache teilnehmen zu dürfen. Das Streichquartett ist ja in Cis-Moll geschrieben oder steht in Cis-Moll, ist ja jetzt schon eher eine außergewöhnliche Tonart. Was hat sich denn Beethoven dabei gedacht? Ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber es ist riesig kompliziert zu spielen. Es wäre viel einfacher in Re-Moll sozusagen. Aber alles ist schwer zu spielen. Aber zum Glück haben wir ein tolles Orchester. Aber was löst denn diese Tonart bei Ihnen aus beispielsweise oder eben auch bei Ihren Zuhörern und Zuhörerinnen? Es ist eine andere Farbe. Man hört sehr oft D-Moll, aber dieses Cis-Moll ist eine ganz andere, dunkle Farbe. Und in diesem Teil des 19. Jahrhunderts könnten die Leute vielleicht verschiedene Tonarten spielen. Und es war vielleicht ein bisschen, es gibt ab und zu Teile von diesem Quartett, es scheint wie Bartok 50 Jahre später. Aber ich glaube, dass er war schon dabei. Also dieser letzte Teil vom Leben Beethovens, wir denken sehr oft an die 9. Symphonie. Aber es ist wirklich die einzige Symphonie oder das einzige Werk von dieser späten Zeit. Die Reste sind alle Streichquartett. Und ich finde es traurig, schön, dass er im Bett liegt und dass er war nicht mit seiner 10. Symphonie, sondern mit Kammermusik. Und es macht riesig Spaß. Es ist eine Ehre, hier zu spielen und auch dieses Quartett zu machen. Aber diese Musik ruft ja schon dann irgendwie so eine eher traurige Emotion hervor, oder? Traurige, ja, aber es gibt Licht ab und zu. Es kommt von der Perspektive eines alten Mannes. Ich habe das Gefühl manchmal, dass er hat diesen Rückblick sozusagen, diese Klarheit, dass man hoffentlich bekommt am Ende des Lebens. Vielleicht achten Sie jetzt mal beim zweiten Satz darauf, welche Emotionen bei Ihnen geweckt werden und welche Sinne aktiviert werden.
Beethoven war eine sehr aktive Person und fand immer eigene Lösungen in seinen Kompositionen. Ausgang dafür war stets ein Gedanke, eine Idee, der sich dann auch in seiner Musik wiederfand. Wenn ich jetzt hier so durch die Experimente gehe, dann finde ich ganz viele Beispiele dafür, dass die Beobachtung von alltäglichen Phänomenen unmittelbar mit der Frage verknüpft sind, welche Ursache diese Phänomene haben könnten. Für die Beantwortung dieser Fragen geht eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler genauso vor wie eine Komponistin oder ein Komponist, nämlich ausgehend von einer Idee, einem Gedanken. Aber egal ob in der Wissenschaft oder in der Musik, die Intuition, also das kreativ-schöpferische Element, ist dabei besonders wichtig. Leonardo da Vinci, Einstein, Newton oder auch Marie Curie sind für die Naturwissenschaften ganz wunderbare Beispiele dafür. Das Exponat Klangprobe erklärt, dass nahezu alle natürlichen und künstlichen Materialien einen eigenen Klang, einen charakteristischen Klang erzeugen, wenn man sie in Schwingung versetzt. Das schaffe ich, indem ich sie anschlage. Das heißt, theoretisch kann jedes Material allein an seinem Klang erkannt werden. Genauso ist es bei Instrumenten. Bei Beethovens Streichquartett erzeugen Violine, Violoncello und da die Bratsche auch ganz eigene charakteristische Klänge. Schließen Sie doch mal die Augen und versuchen Sie im nächsten Satz von Beethovens Streichquartett, die Instrumente allein an ihren Klängen zu erkennen. Thank you.
Einstein soll gesagt haben, Musik nach naturwissenschaftlichen Verfahren zu betrachten, ist in etwa so wie Beethovens Konzerte als Luftdruckskurve darzustellen. Denn Musik gilt ja wohl ganz anderen Zwecken, als physikalischen Gesetzen zu gehorchen. Trotzdem haben Naturwissenschaften und die Musik sich schon immer gegenseitig inspiriert. Zum Beispiel Pythagoras, ein Mathematiker, der im 6. Jahrhundert vor Christus lebte, gilt als der Erfinder für die musikalische Harmonielehre. Denn Tonintervalle wie Quinten oder Oktaven werden von Menschen als harmonisch wahrgenommen. In all diesen Themenbereichen spielt die Verbreitung von Schall und somit die Schallwellen eine entscheidende Rolle. In der Themenwelt Weltblick in der Experimente in einem Hörlabor habe ich etwas entdeckt, was genau dieses Phänomen erklärt. Wenn ich jetzt diesen Gabelschlüssel hier an diesen beiden Schnüren an meine Finger hänge und dann meine Finger in die Ohren stecke und dann den Gabelschlüssel gegen diesen Eisenklotz schlage, dann kann ich am eigenen Körper erfahren, dass Schallwellen sich nicht nur durch die Luft verbreiten, sondern auch als Körperschallwellen durch feste Dinge, wie in diesem Fall diesen Gabelschlüssel. Tja, diese Erkenntnis hätte Beethoven leider in seiner späteren Taubheit nichts mehr genutzt, denn die Töne, die dabei erzeugt werden, die sind zu undifferenziert. Umso beeindruckender, dass Beethoven trotz seiner späten Taubheit eine wahnsinnige musikalische, schöpferische Kraft hatte. Hier der Beleg in Beethovens Opus 131, den 5. Satz. Thank you.
Beethovens Musik löst bei uns Emotionen aus. Es entsteht eine Stimmung. Welche das ist, das hängt von Instrumenten, Tönen und der Melodie ab. Hören wir ein Streichquartett, wie jetzt gerade, dann löst das sicherlich andere Gefühle aus als zum Beispiel die Musik von Madonna. Wenn wir Musik hören, werden nahezu alle Bereiche in unserem Gehirn aktiviert. Das Gehirn sagt uns quasi, dass es uns mit Musik zum Beispiel gut geht. Hören wir Musik, die uns gefällt, dann wird ein Neurotransmitter namens Dopamin in großen Mengen ausgeschüttet. Ein Glückshormon. Und das passiert im mesolimbischen System, also dem Belohnungssystem des Gehirns. Hier in der Themenwelt Kopfsachen, in der Experimenta, geht es um alle menschlichen Sinne. Also um das Riechen, um das Schmecken, um das Sehen und für unser Experiment ganz wichtig, um das Hören. Mit dem Exponat Stimmungsmacher kann man genau dieser Frage nachgehen. Also, welche Musik löst welche Emotion bei uns aus? Man kennt das ja bei Filmen. Wenn unter Bilder Musik gelegt wird, bekommen sie eine größere Wirkung. Und irgendwie gibt die Musik uns auch ein bisschen vor, wie wir uns zu fühlen haben, wenn wir die Bilder sehen. Genau das kann man hier ausprobieren. Wir haben eine Filmsequenz, beispielsweise diese Erdmännchen hier. Und je nachdem, welche Musik ich unter die Bilder lege, verändert sich die Stimmung. Obwohl es die gleiche Filmsequenz ist. Mal. Abgesehen von Emotionen können also Bilder auch mit Musik in Verbindung gebracht werden und so verknüpft werden. Deshalb jetzt die Aufgabe für den nächsten Satz von Beethovens Musik. Welche Bilder entstehen bei Ihnen und bei mir im Kopf, wenn wir die Musik hören?
Das war unser außergewöhnliches Experiment Classic meets Science mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn und seinem breiten Repertoire bis ins 21. Jahrhundert. Und der Experimenter, wo kleine und große Forscherinnen und Forscher nach Herzenslust experimentieren und staunen können. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserem Experiment und für Ihre Neugier. Denn ob Wissenschaft oder Musik, unsere Welt steckt doch voller spannender Rätsel. Beethoven soll einmal gesagt haben, Musik ist eine höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie. Ob das stimmt, das müssen Sie selbst für sich herausfinden. Getreu dem Motto der Experimenter, Erleben schafft Wissen.